Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Arno. Ich habe vor wenigen Tagen eine Geschichte gelesen, die ich sehr gern mit dir teilen möchte. Und zwar ist es eine Geschichte, die ja mich inspiriert auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch motiviert, nicht aufzugeben. Wenn man mal gerade wieder so ein kleines Tief hat, ist das eine Geschichte, die mich motiviert, weiterzumachen. Und zwar ist es die Geschichte eines kleinen Jungen, der in die erste Klasse kommt. Und die Klassenlehrerin gibt der Klasse die Aufgabe, jeder Schüler soll einen Baum pflanzen. Und er kommt nach Hause und überlegt, was er für den Baum pflanzen möchte. Und er entscheidet sich, einen Pfirsichbaum zu pflanzen, ganz einfach, weil er sehr gerne Pfirsiche isst. Also geht er mit seinem Papa in den Garten und befolgt die Anweisungen, die die Lehrerin gegeben hat. Ja, es sollte nicht zu feucht sein, aber auch nicht zu trocken. Der Samen sollte nicht zu tief in den Boden gesteckt werden, aber auch nicht zu nah an der Oberfläche. Er sollte nicht allein stehen, aber auch nicht inmitten von vielen anderen Bäumen. Also überlegt er, wo er hin tut, und er findet eine Stelle, wo er denkt, ja, das ist in Ordnung. So richtig sicher ist er sich zwar nicht, aber sein Bauchgefühl sagt, ja, okay, die Stelle könnte es sein. Also gräbt er dort seinen Samen ein, und sein Vater legt auch noch einen Draht darüber, damit man weiß, welche Stelle es ist und damit die Tiere nicht wieder ausbuddeln. Und dann geht er nach drin und schaut auf die Stelle, aber es passiert halt nichts. Und das scheint ihm logisch, das dauert ein kleines bisschen, so ein Baum wächst nicht von heute auf morgen. Am nächsten Tag geht er in die Schule und alle Kinder sind ganz aufgeregt und erzählen miteinander, was sie für den Baum gepflanzt haben, was sie für eine Strategie so ein bisschen anwenden, wo sie den Baum gepflanzt haben, eher an einer etwas feuchteren Stelle, ein bisschen tiefer und so weiter. Und es ist alles eine sehr euphorische Stimmung in der Schule, und der kleine Junge redet und diskutiert auch fleißig mit, und er kommt dann nach Hause und guckt und es ist nichts passiert. Und dann denkt er sich, ja klar, es ist selbstverständlich, so ein Baum wächst nicht von einem Tag auf den anderen Tag. Aber die Lehrerin hat gesagt, sie müssen immer fleißig gießen, also macht er das. Und das macht er den einen Tag, den nächsten Tag, und die Tage vergehen, und nach einer Woche, und er gießt weiter fleißig innerhalb der Woche, nach einer Woche ist er in der Schule und eigentlich ist die Stimmung nicht mehr so gut. Die meisten Kinder sind, ja, es ist nicht mehr so ein tolles Projekt, es passiert nichts, die Kinder sind ein bisschen frustriert. Die Lehrerin versucht zwar zu motivieren, aber einige Kinder haben schon angefangen, ihren Samen auszubuddeln und haben geguckt, ob überhaupt was passiert, und bei den meisten ist sogar noch nicht mal was passiert und da ist vielleicht der Samen faul oder, und es ist eigentlich eine richtig schlechte Stimmung. Also kommt der kleine Junge nach Hause, nimmt sich die Schaufel, geht in den Garten und möchte auch seinen Samen ausbuddeln. Und seine Mutter kommt ihm hinterhergerannt und fragt ihn, was er denn machen möchte. Und da erzählt er, dass die anderen Kinder das ausgebuddelt haben und da bei ihm ja auch noch nichts passiert, möchte er das jetzt auch machen. Da fragt seine Mutter ihn als erstes, was die Lehrerin denn sagt. Ja, die Lehrerin warnt davor, dass er das nicht machen solle, aber die anderen Kinder machen es ja schließlich auch. Da erzählt die Mutter ihm eine Geschichte aus ihrer Jugend, und zwar, sie ist die Tochter eines Bauern, und bei ihnen war es immer so, dass sie im Frühjahr aufs Feld gegangen sind und die Samen gesät haben, und im Herbst, wenn sie sich gut um das Feld gekümmert haben, sich gut um die Samen gekümmert haben, konnten sie ernten. Und das erscheint dem kleinen Jungen schon logisch, dass es in der Natur nicht alles von heute auf morgen geht, aber er will ja nur mal nachgucken, ob es vorangeht. Und seine Mutter sieht, dass er nicht so ganz überzeugt ist, und erzählt ihm deswegen noch eine Geschichte und erzählt ihm, oder ja, nicht vielleicht weniger eine Geschichte, aber sie erzählt ihm, dass die einfachen Dinge im Leben häufig Dinge sind, die man sehr schnell bekommt. Das heißt, man tut etwas und bekommt direkt etwas dafür. So, die Belohnung kommt direkt, nachdem wir etwas getan haben. Aber bei den wirklich großartigen Dingen ist es meistens so, dass wir lange etwas tun und nicht wissen, ob es funktioniert. Und dann nach einigen Monaten oder Jahren bekommen wir die Belohnung dafür. Unter anderem bei dieser Sache. Sie sagt ihm, er soll Vertrauen haben, er muss ein gewisses, ja, er ist sich nicht hundertprozentig sicher, er muss jetzt einfach Vertrauen haben, weitermachen, und wenn es funktioniert, wird er die Belohnung erhalten. Etwas später dann. Aber er muss erstmal das Vertrauen haben, und die wirklich großartigen Dinge passieren nur dann, wenn man lange daran arbeitet und später etwas bekommt. Dafür dann etwas umso Großartiges bekommt. Und das ist für ihn, naja, gut, so richtig logisch ist es nicht, aber gut, seine Mutter wird es schon wissen, und die Lehrerin sagt schließlich auch so, also macht er weiter, er gießt seinen Baum weiter, immer weiter und Tag ein, Tag aus, und er beschäftigt sich aber nicht mehr so viel damit, aber er macht es halt weiter. Und in der Schule gibt es andere Projekte, auch wo er direkt eine Belohnung bekommt, ja, sie müssen ein Vogelhaus bauen, und das klappt alles direkt und das funktioniert alles super, und das fasziniert ihn mehr als dieser blöde Baum. Und so nach einem halben Jahr kommt er nach Hause von der Schule oder ein paar Wochen vorher, und die Mutter steht im Türrahmen und lächelt ihn an und sagt, na geh mal in den Garten. Und er kann es kaum erwarten, und ja, was ist passiert? Ein kleiner Stängel guckt raus,
ein grünbrauner kleiner Stängel und er ist überglücklich und er kann es kaum fassen, dass das ist wirklich passiert und dass das ja die Wochen sich gelohnt haben, wo er sich jeden Tag drum gekümmert hat, wo er gegossen hat und so weiter und dass er durchgehalten hat. Und er ist unfassbar glücklich und euphorisch und möchte es am liebsten direkt allen Freunden erzählen, aber es gibt halt noch kein Smartphone, er sieht sie erst am nächsten Tag wieder. Also am nächsten Morgen ist er der Erste in der Schule und als Erstes rennt er zu seiner Klassenlehrerin und bekommt ein High Five von ihr, dass es funktioniert hat und dass er durchgehalten hat. Und sie freut sich für ihn und dann geht er zu seinen Freunden und die sind nicht so erfreut wie er. Ganz im Gegenteil, er kann sich dann so Sachen anhören, ja, bei mir funktioniert sowas sowieso nie und du hast nur Glück gehabt oder vielleicht hast du auch betrogen. Wir sollten ja nur einen Samen pflanzen, du hast vielleicht gleich einen Baum gepflanzt oder das kann überhaupt nicht stimmen. Und eigentlich weiß er gar nicht, was los ist. Noch vor einer Woche haben sie zusammen über dieses Projekt geschimpft und waren beste Kumpels und jetzt ist er auf einmal der Blöde, weil er den Erfolg hatte oder weil es bei ihm geklappt hat. Und das frustriert ihn ein bisschen. Da geht er nochmal zur Klassenlehrerin und sagt halt, dass die Reaktion der Mitschüler nicht so toll ist und auch von seinen Freunden nicht so toll ist. Und da sagt ihm die Lehrerin, dass das vollkommen normal ist, dass es jedes Jahr die erste Klasse diese Aufgabe bekommt, einen Baum zu pflanzen. Und dass es immer nur bei ein paar Kindern funktioniert und dass die anderen ungeduldig werden und nachschauen, meistens nicht nur einmal, sondern dass sie ihren Samen mehrmals ausgraben und immer nachschauen wollen, ob denn etwas passiert. Und bei diesen Kindern passiert in der Regel gar nichts. Dass es aber immer eine Handvoll Kinder gibt, wo es funktioniert und er soll noch ein klein wenig Geduld haben, das ganze Problem wird sich von selbst lösen. Und das ist für ihn wenig zufriedenstellend. Er geht nach Hause und hat eigentlich überhaupt keine Lust mehr darauf, aber als er am nächsten Tag in die Schule geht, hat sich das Blatt schon wieder ein kleines bisschen gedreht, weil von einem anderen Kind hat der Baum ebenfalls angefangen, ja, sich zu zeigen. Der Baum ist gewachsen und jetzt kann er mit dem Kind darüber sprechen. Und in den nächsten Tagen und Wochen passiert das immer mehr, dass bei noch mehr Kindern anfängt, dass die ersten im Zeichen zu sehen sind, dass ein Baum wächst. Und mit diesen Kindern kann er sich jetzt unterhalten. Und mit seinen Freunden redet er halt nicht mehr über dieses Thema, sondern über andere Themen. Und nun passiert es, dass er nach Hause kommt und weiter seinen Baum gießen möchte. Und er geht gerade in den Garten und da sieht er, wie der Nachbarsjunge mit einer Schaufel kommt und seinen Baum ausgraben, ja sogar zerstören möchte. Und er kann ihn im letzten Moment noch aufhalten, aber seitdem ist er ja etwas vorsichtiger und achtet sehr gut darauf und schaut sehr viel aus dem Fenster. Aber in den nächsten Wochen und Monaten passiert nicht mehr viel. Der Baum wächst weiter von sich aus und er kümmert sich sehr gut darum. Es ist ein Jahr rum und seine Mutti sagt ihm so, jetzt ist es soweit, wir fahren in den Urlaub. Er ist muss für vier Wochen seinen Baum verlassen und das findet er gar nicht toll. Er hat wahnsinnig Sorge, dass vielleicht der Nachbarsjunge kommt oder dass der Baum eingeht oder. Aber er muss natürlich mit, also packt er seine Sachen und fährt in den Urlaub und es kommt, wie es kommen muss. Nach einem Monat kommt er wieder und der Baum ist nach wie vor da und er ist sogar ein ganzes Stück gewachsen, auch ohne sein Zutun. Und das macht ihn natürlich sehr froh und ab sofort ist es so, dass er gar nicht mehr so viel machen muss. Der Baum bekommt nun genügend Nährstoffe aus dem Boden von ganz allein. Er muss gar nicht mehr viel machen, ein kleines bisschen mal beschneiden, aber das war's auch schon. Und die Geschichte macht einen Sprung in die vierte Klasse, wo der Junge das erste Mal die Früchte ernten kann, wo er das erste Mal die Pfirsiche essen kann von diesem Baum. Und von diesem Moment an muss er quasi nicht mehr viel machen, außer jedes Jahr die Früchte zu ernten und vielleicht ein kleines bisschen mal hier noch beschneiden und da noch beschneiden. Und damit endet diese Geschichte auch. Ja, was möchte ich mit dieser Geschichte sagen oder was sind die Lektionen, die man daraus lernen kann? Nun, Punkt Nummer 1 ist sicherlich die Lektion, dass die wirklich großen und großartigen Dinge im Leben nicht die sind, die man direkt bekommt für eine Dienstleistung oder wenn man etwas tut. Man tut etwas und bekommt eine Belohnung dafür. Das ist ein sehr simpler Weg. Die großen Dinge kommen meistens eher dann, wenn man lange etwas tut und man keinen Fortschritt sieht auf den vielen Punkten. Das heißt, der Fortschritt passiert oder das Wachstum passiert unter der Erde, wie bei diesem Baum. Es passiert unter der Erde und man weiß nicht, wann etwas kommt. Man macht halt einfach immer weiter, bis man die Hoffnung hat, dass vielleicht doch, oder man hat das Vertrauen, den Glauben daran, dass etwas kommt. Aber wenn dann etwas kommt, dann sind das genau die großartigen Dinge, die wirklich großartigen Dinge. Ich glaube, das kann man auf viele Bereiche übertragen, sei es Unternehmer, aber man muss jetzt nicht mal nur in diese Richtung denken, man kann auch einfach an ein Studium denken. Entweder man arbeitet direkt und bekommt sein Geld oder man verzichtet vielleicht einige Jahre auf Geld und bezahlt sogar für ein Studium, um dann mehr zu verdienen. Das heißt, man schiebt die Belohnung auf, den Mehrwert, den man dann erhält.
Zumindest in den meisten Fällen verdient man dann mehr. Das sind so eine Möglichkeit. Oder ich glaube auch, dass es grundsätzlich an der Börse so funktioniert. Viele Jahre muss man einzahlen und ja hoffen, dass es dann irgendwann einen Punkt erreicht ist, wo das Ganze von alleine wächst und wo es wirklich eine, ja, wo man dann regelmäßig Früchte ernten kann. Und da kommen wir zur zweiten Lektion. Und zwar, ich glaube, die zweite Lektion ist, dass es, oder zumindest sehe ich daraus die zweite Lektion, dass es so eine Art Wendepunkt gibt. Es wird irgendwann der Moment kommen, sei es bei dem kleinen Jungen, wo er erstmals Ergebnisse sieht, dass der Baum wächst, oder dass dieser Punkt erreicht ist, wo er sich selber nicht mehr darum groß kümmern muss. Natürlich, er muss noch ein kleines bisschen beschneiden, aber grundsätzlich kann er die Früchte seiner Arbeit ernten. Und dann ist der Aufwand, ist am Anfang, steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Am Anfang muss er jeden Tag sich um seinen Baum kümmern und irgendwann ist der Punkt erreicht, dieser Wendepunkt erreicht, wo er kaum noch was tun muss, aber dafür sehr viel ernten kann. Das ist das Zweite, was man daraus ziehen kann und auch das kann man wieder auf die verschiedensten Bereiche übertragen. Sei es als Unternehmer, man verdient in den ersten Jahren gar nichts oder so gut wie nichts und dann kommt irgendwann ein Wendepunkt. Man weiß nicht, wann er kommt, aber wenn dieser Punkt da ist, wird man es wissen, weil ab diesem Zeitpunkt kippt das ganze Verhältnis so ein kleines bisschen und ab dann kann man ernten und muss gar nicht mehr so den großen Input leisten. Und eine dritte Lektion ist auch noch, oder kann man, glaube ich, auch noch aus dieser Geschichte herausnehmen. Und zwar ist es die Reaktion der Mitschüler auf den Erfolg des kleinen Jungen. Der kleine Junge ist dran geblieben, ist geduldig geblieben, hat weitergemacht, hat nicht ständig nachgeguckt, ob es einen Fortschritt gibt, hat nicht seinen Samen getötet, indem er ihn ausgebuddelt hat. Und das hätte jeder andere von diesen Mitschülern auch tun können. Stattdessen ist die Reaktion Neid, Missgunst, du hast betrogen, das kann gar nicht sein, ich habe Pech gehabt, du hast nur Glück gehabt. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die man nicht nur auf kleine Kinder übertragen kann, sondern auch auf erwachsene Menschen und auf die Gesellschaft in vielen Punkten im Allgemeinen. Das ist natürlich jetzt fast ein bisschen traurig, wenn man sich das anhört oder wenn man sich das so überlegt. Aber ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man sich so ein bisschen darauf einstellen, beziehungsweise kann sich auch so ein kleines bisschen daraufhin anpassen. Von daher ist das definitiv zumindest die dritte Lektion, die ich daraus mitnehme. Und warum inspiriert mich diese Geschichte nun? Nun, ich glaube, es gibt regelmäßig Momente, wo man denkt, oder ich habe so einige so Punkte, wo ich sagen würde, ich habe vielleicht einen Samen gesehen, sehe aber noch keinerlei Ergebnis. Und da bin ich manchmal dabei, wo ich mir denke, ach, fuck off. Ich guck mal nach, wie es ausschaut. Dass man eigentlich drauf und dran ist, aufzuhören. Und diese Geschichte sagt mir einfach immer wieder, dass es wichtig ist, weiterzumachen, bis man an diesem einen Punkt angekommen ist. Und gerade wenn man denkt, es ist alles zum Heulen, man will aufhören, ist das oft der Moment, kurz bevor der Durchbruch kommt. Und ich habe vor einigen Jahren eine ähnliche Geschichte gehört beim Hörbuch von Earl Nightingale, Lead the Field. Da ging es um, dass jeder Mensch einen Acker hat, den er bestellen muss. Wir haben jeder ein Stück Land, was fruchtbarer Boden ist. Aber das liegt am Anfang brach und es liegt an uns, das zu kultivieren. Das heißt, wenn wir nur ein paar Monate auf unserem eigenen Land arbeiten, wird die Konsequenz sein, dass sobald wir uns nicht mehr darum kümmern, wird wahrscheinlich unser Acker verdorren und wir werden keine Ernte einbringen. Wenn wir uns aber viele Jahre darum kümmern und viele Jahre lang ja letztendlich auf die Belohnung verzichten, wird der Tag kommen, wo wir regelmäßig Früchte ernten können von unserem Acker. Und ja, und jetzt ist es einfach, jetzt habe ich diese Geschichte gerade wieder gelesen und muss zurückdenken, dass es Sinn macht, dran zu bleiben. Und gerade diese wirklich großartigen Dinge passieren nun mal genau dann, wenn man oft nicht damit rechnet und wenn man lange wirklich auf die Belohnung verzichtet hat. So, was ich dir sagen will, wenn du kurz davor bist, bei irgendeiner Sache aufzugeben, vielleicht inspiriert dich die Geschichte, dran zu bleiben. Diese Geschichte habe ich auf jeden Fall aus dem Buch 25 Geschichten für mein jüngeres Ich. Sind 25 sehr schöne Geschichten, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.